ich koordiniere den Aufbau, alles was Bühnen betrifft, was Zäune betrifft, was Bürocontainer betrifft, Sanitärcontainer, sowohl im Backstage-Bereich als auch im Publikumsbereich. Das sind 15 LKWs und wir brauchen 3 Tage für die zu bauen. Und es arbeiten 60 Leute an jeder der Bühnen. Das erste Mal war ich mit 16, da mit meiner 80er bin ich dahin gefahren. Das ist wie eine große Familie, die sich halt einmal im Jahr trifft. Man kann sich da fallen lassen, man kann da so sein, wie man ist. Also man kann trinken bis zur Besinnungslosigkeit oder auch nicht, je nachdem, wie man sich halt fühlt. Ich bin bei der Feuerwehr und die Inga arbeitet als Rechtsanwalt, Fachangestellte. Wir haben uns im Vorgang kennengelernt. Und der Carsten, der ist ja schon öfter da gewesen als ich. Also für mich war auch das Jahr, wo ich ihn kennengelernt habe, das erste Mal, wo ich dann hingefahren bin. Also Sabrina und Mario kenne ich seit 2002. Das ist eine familiäre Stimmung bei uns, weil wir halt jedes Jahr so 12 bis 20 Mann sind, immer dieselben. Heute ist viel mehr Komfort, Hygiene und Duschen, Toiletten und so weiter. Das war früher gar nicht. Man muss sagen, wir hatten früher uns einen Stuhl gebaut mit einem Loch drin und sind dann wieder in den Wald gegangen und haben uns dann in den Wald mitgesetzt. Ne? Weil die Dixie-Klos, da konnten wir gar nicht drauf gehen. Die wurden umgeschmissen einfach, wenn man Pech hatte. Da wurde damit gewürfelt. Ne? Ja, während man drin saß, klar. Und deswegen hat man dann gesagt, okay, man geht lieber irgendwo in den Wald und dann ist man wenigstens auf der sicheren Seite. Ja, wir befinden uns hier auf dem Krebsberg. Ein neues Camp für Rock am Ring. Rock am Ring ist ja ausverkauft schon seit 2,5 Monaten und der Veranstalter hat sich entschieden, ein neues Camp zu bauen. Hier sind etwa 18.000 Besucher auf diesem Hügel. Das ist einer der höchsten Hügel hier in der Eifel. Hallo, wunderschönen guten Morgen zusammen. Hier ist die SWR3 Morning Show. Und vom 6. bis zum 8. Juni. Schon mal vormerken, am Nürburgring in der Eifel findet da ja wieder das absolute Kultfestival Rock am Ring statt. Und wir suchen jetzt eine Clique, die bei Rock am Ring so richtig abfallen wird und die wir mit einem Kamerateam das ganze Festivalwochenende über begleiten können. Pachten! Jungs, ihr wisst doch Bescheid, wie das hier abgeht, oder? Noch nie hier. Warte, was heute da mal kommt. So, Moment, bis noch 3 Müll von Kraxen. Dann Müll zurückbringen. Jede Karte ist 5 Euro wert. Aufkleber kriegt da vorne, ne? Ja, zu spät! Er kann richtig Film drehen. Mit Annäherung an das Festival wird die Anzahl der Kräfte, die hier eingesetzt wird, natürlich größer. Und wir werden dann, wenn es in die heiße Phase geht, auch hier rund um die Uhr besetzt sein, weil es
sowohl im Verkehrsbereich als auch auf den Campingplätzen Probleme geben kann, die eine dauerhafte Polizeipräsenz rund um die Uhr erforderlich machen. Und die Zahl der eingesetzten Kräfte wird dann auch im Hinblick auf das beginnende Festival von Phase zu Phase etwas größer. Sehen wir gerade, wie die Zeltfläche D6 mit Rettungswegen markiert wird. Rettungswege sind immer wichtig, damit wir umlaufend mit Krankenwagen oder Feuerwehrwagen in Notfällen die Menschen erreichen können. Wir sehen gerade, glaube ich, im Hintergrund, wenn ich mal schaue, wie unser Farb- und Markierungswagen kommt. Wir machen das hier mit einer Kreidefarbe, die Markierung, damit wir den Festivalbesuchern dann auch klar argumentieren können, wo ein Rettungsweg beginnt und wo er aufhört. Die müssen 5 Meter breit sein, gemäß Behördenanordnung. Ja, und das stellen wir jetzt hier sicher. Hallo! Grüß dich! Alles klar? Hey. Kuckuck! Und Meeres. Habt ihr schon schön angelebt hier? Ah, der Biertransport kommt! Ins Wohnzimmer, bitte. Ich weiß, neue Hose. Die haben schon länger. Das geht ja gar nicht. Hey, die haben schon länger. Richtig, ne? Alles klar? Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich war im Bierschneider, keine Becksfahne. Ja. Ich habe 3 Getränkelieferanten in Ems und Heidelbronn angerufen, ja. Keine Becksfahne. Ja. Ich brauche eine Becksfahne. Ja, ich kann die bestellen. Ja. So, wann kommt die? Ja, in 3 Tagen. Ich so, ganz toll, kannst du behalten. Ja, gibt es eine Möglichkeit, mit Nageln ein T-Shirt anfahren was? Ja, dann halt mir eine Plauze raus. Insgesamt haben wir hier auf dem ganzen Areal ca. 70 Getränkestände, ca. 65 bis 70 Foodstände, Speisenstände und ungefähr 15 Cocktailbars installiert. Darüber hinaus gibt es auf den Campingplätzen halt die Versorgung auch mit Imbiss und Frühstück, Supermärkte. Wir haben ein sehr großes Partyzelt hier, wo wir am Donnerstag auch Live-Musik haben und dann noch 2 kleinere Partybereiche im Außenbereich. Zur Versorgung der Gäste haben wir hier ca. 6.000 Fass Bier vor Ort. Wir haben rund 2.500 bis 3.000 Container alkoholfreie Getränke. Das entspricht ungefähr auch nochmal rund 60.000 Liter alkoholfreie Getränke. Darüber hinaus halten wir zwischen 600.000 und 700.000 Mehrwegbecher vor. Hallo, mein Name ist Danetta Politi. Ihr kennt mich aus der SWR 3 Morning Show. Und hier bei Rock am Ring 2008 senden wir auf der 87.7 das ganz exklusive SWR 3 Rock am Ring Radio. Und jetzt zeige ich euch meinen Arbeitsplatz. Hier ist die 87.7, euer ganz exklusives SWR 3 Rock am Ring Radio. Also ich würde sagen, es gibt gute Nachrichten für alle, die gerade auf dem Weg zu Rock am Ring sind. Ihr kommt gut durch und müsst auch gerade nirgendwo besonders lange stehen. Allerdings erwarten wir hier, dass es in den nächsten Stunden noch mal richtig voll werden kann. Also ich würde sagen, erstmal trinken wir einen. Danach reißen wir die Musik auf, bis es nicht mehr geht. Und dann trinken wir noch einen. Und vielleicht grillen wir noch dazu. Okay. Ich habe 16 Steaks gekauft. Gut. Für jeden Tag 4. Denk an deinen Anzug. Also ihr müsst bedenken, ne? Dieser Herr, der heiratet bald, der hat einen Anzug schon. Und daher wird er dauernd immer getadelt. Ist nicht so viel. Der Anzug muss doch passen. Nee. Doch. Ich habe einen extra groß gekauft. Ach, du hast eine Nummer größer gekauft. Aber da hast du den Nadine nicht gesagt, nee, oder? Ich darf jetzt nicht mehr abnehmen, sonst würde er nicht mehr rasen. Ja, das ist das Gegenargument ja immer. Ich bin Krankenschwester. Und die Steffi hat mich heute Morgen von der Arbeit abgeholt und hat meinen Chauffeur gemacht. Ja. Eigentlich wären wir gar nicht mitgekommen. War ja ausverkauft.
Und mein Freund und ich, der Olli, wir waren in Australien und ein Freund von uns hat uns noch zwei Karten gekauft. Wir wussten davon nichts, wir sind wiedergekommen und dann hat er gesagt, wir haben noch zwei Karten, habt ihr Bock? Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben Bock und jetzt kommen wir halt mit. Und jetzt freuen wir uns ganz doll. Was ist der neue Aufgabenbereich in der Hand? Oh, das ist nicht so. Das ist eine hämatologische Onkologie. Leukämiepatienten, Krebspatienten im Allgemeinen. Also eigentlich das krasse Gegenteil von hier. Ich sei jetzt direkt hier bei ihm. Lass mir Luft zum Atmen. This is my job. I make passes. I basically, and I'll give you a little show here, I look after all the passes for the artists, for the crew, for the guests. This is the one that everybody wants this year. Thank you. Thanks. Cheers. Thanks. Cheers. Thanks. Rock and Ring! Rock and Ring! Ja, hab ich schon gekauft. Jetzt wird's richtig, richtig heiß. Wir schalten live rauf zur Alterna Stage, zu Bad Religion. Bad! Bad! Viel Spaß mit Bad Religion! Populous, waiting for some popularity. Well, I think I'll take a full one, send a rap.
the motive, the conscience of the murderer. He's a preacher on TV, false sincerity. From the dirty drifting by the big computers, a nuclear bomb. Kids with no moms, I'm fearful that he's inside me. Yeah, we've got the American Jesus. See him on the interstate. We've got the American Jesus, exercising his authority. We've got the American Jesus, who's the right national faith. We've got the American Jesus, all overwhelming millions every day. Yeah! My fellow Deutschlanders, say it. One nation, under God. One nation, under God. One nation, under God. One nation under God, one nation under God, one nation under God, under God. On behalf of Coca-Cola and McDonald's. And Obama. Okay, das war's. Dann viel Spaß. Also über die Jahre hinweg ist es immer friedlicher geworden. Es ist mittlerweile ein sehr angenehmer Polizeieinsatz. Es sind zwar sehr viele Leute hier oben, über 100.000, weit über 100.000, aber das Kriminalitätsaufkommen und alles, wo es die Polizei beschäftigt, im negativen Sinne, ist da ein sehr geringer Prozentsatz. Also man kann von einem sehr friedlichen und angenehmen Einsatz sprechen. Chelsea, I believe that I seem so insane.
Thanks. Cheers. Wer soll mich mal? Hallo. Thank you. Thank you. Thanks. Cheers. Hey, fucking rock and roll, dude. One, two, three. Gacha who? Gacha what? From Gacha Canela. Rock am Ring, wer von euch ist schon wach? Wer ist richtig wach? Okay, das sieht schon mal gut aus. Okay, ich frag mal so. Wer von euch hätte Lust, mal mit Calcha Candela spazieren zu gehen? Okay. Das ist los für mich. Okay, heute bin ich echt mal gespannt, Alter. Ich auch. Also die Veranstalter haben uns gesagt, hier kann es sein, dass die Jungs lauter sind als die Frauen. Normalerweise ist es immer umgekehrt. Deswegen für uns der ultimative Test. Rock am Ring. Kann ich mal die Jungs hören? Hey, ich muss euch ganz ehrlich was sagen. Ich bin zwar kein Rocker, aber ich stehe total auf die Rockermädchen. Weil die sind richtig sexy und haben Tattoos. Und ich finde, sexy Frauen mit Tattoos sind noch sexier. Kann ich mal die Ladies hören? Okay, Jungs, habt ihr auch mehr Tattoos von den Jungs? Ah, fünf Rocker. Okay, Jungs, wir haben eine Chance, okay? Bei null sind wir so laut wie können. 4, 3, 2, 1, Jungs! Okay, ich muss vielleicht dazu sagen, es sind ja nicht nur Rocker hier. Ich meinte vorhin eigentlich, alle Frauen hier am Rock am Ring, wo seid ihr? Das klassische Unentschieden. Ich würde sagen, ein Geschenk von den Männern für die Frauen, das nächste Lied. Ihr seid Hammer! Alle singen mit uns mit. Everybody sing yeah, sing whoa, sing yeah, sing hammer, hammer, hammer. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit. Hammer, einzigartig, unglaublich. Du weißt, dass du übertrieben. Hammer bist Hammer, bist du nicht geblieben. Du stehst an der Bar, denk das in der Hand, wunderbar. Du spitze einfach, zieh den Gehen. Und das Kader bist du nicht auch zu schön. Ich weiß, ich will nur zu dir. Doch als ich dann aber nur entdeckt, oh shit! Wir machen, wer du bist, Hammer. Wie du dich bewegst in deinem Outfit, Hammer. Einzigartig, unglaublich, Hammer. Du weißt, dass du übertrieben, Hammer bist, doch als du nicht gewesen. Ich bin's Hammer, dass du nicht so viel Scheiße laberst wie die anderen. Sie dich auf die Party, so mal an meinen Arsch klammern. Und dich an mit Kopf, oh, komm, und du schlammern. Ihr seid einfach. Yeah! Keine mehr, komm an der Marsch her, so wie viel der Wir werden nicht hier die ganze Zeit. So bist du Hammer, du bist Raum des Seins und versprühst trotzdem. Wer macht, hat dich nein, Mann, ihr seht schon als Familie dämmert. Wie so viele Jahre habe ich wurde schon verpettert. Das Ritt wird jetzt geändert, du. Bis jetzt für die Judy, hast du den Judy. Ich will dich aus, hab dich eine Lippe zum Judy. Du bist dein nächster Studio, geh du. Ich sing dein Name für die Wuche. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit. Unglaublich, Hammer, du weißt, dass du mich übertrieben. Hammer bist, darum bist du nicht geblieben. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit. Hammer, einzigartig, unglaublich, Hammer. Du weißt, dass du mich übertrieben. Hammer bist, darum bist du nicht geblieben. Hammer, wir sind Hammer. Du bist Hammer. Du bist Hammer. Du bist Hammer. Denn die Nacht war mir zu kurz. Ich komm morgen in ein Endzeit zu stehlen. Unsere Nacht war viel zu kurz. Wir können eins machen, nur zusammen. Ich bin unglaublich, Hammer. Du bist mir immer zu stehen. Aber ich bin nicht gut. Du bist Hammer. Du bist Hammer. So wie du mich hast, kann ich dir nicht wieder
fortgeschrittenen Alters bei euch zu bedanken. Bedanken für einen weiteren ausverkauften Ring. Kleine Bitte an euch, man könnte fast sagen, es ist in diesem Jahr Bau am Ring, wenn man all das sieht, was hier rund um den Ring passiert. Aber ich bitte euch nur, insbesondere, wenn es später am Abend ist, darauf zu achten, auf eure Gesundheit. Bitte nehmt Rücksicht aufeinander, insbesondere wenn ihr rausgeht, damit niemand was passiert. Rock'n'Roll ist riesig, aber eure Gesundheit ist wichtiger. Kleine, ganz kleine Anekdote noch am Rande. Als Rage Against the Machine das erste Mal hier auftraten, im Jahr 1796, waren wir noch unten in der Kurve und der Bassist kam zu mir und sagte, Marek, kannst du zum Publikum vor dem Auftritt bitte noch sagen, dass sie aufhören sollen zu rauchen? Sagte ich, ihm Riesenidee, aber es ist besser, wenn du es im Publikum sagst. Ich werde das heute nicht tun, ich fordere euch nicht auf, nicht zu rauchen, aber bitte beim Crowdsurfing, das ist besser in Hawaii, da surft sich's am besten. Bitte tut uns einen Gefallen, verzichtet darauf. Ansonsten habt Spaß, tausend Dank nochmal, ein tolles Festival und jetzt weiter to my host Stephanie Tücking. Marek Lieberberg. Es macht Hoffnung, dass man nie zu alt für Rock'n'Roll ist, oder? Leute, jetzt haben wir eine Band aus Großbritannien für euch. Hier sind The Streets. Too much bait and no money. Yeah, you score high. But there's just one little thing that's really, 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 really annoying me about you, you see. Yeah, yeah, like I said, you are really fit. But my gosh! Don't you just know it. I'm not trying to pull you, even though I would like to. I think you are really fit. You're fit, but my gosh, don't you know it. So when I looked at you standing there with your horn, I was waiting in the queue looking at the board, wondering whether to have a burger or chips, or whether strapped in my back pocket with a board. When I noticed out the corner of my eye, looking to all my direction, your eyes locked on my course. I couldn't concentrate on what I wanted to order, which lost me my place in the queue I waited for. I'm not trying to pull him, even though I would like to. Can you see me? I think you are. You're fit, but my gosh, don't you know? Leave it. Can out. You hear me? Leave it out. I'm gonna ask you out. To do me a favour. What I wonder, I was thinking, yeah, but what if? Picturing myself pulling with bare white hot whip, staring you as you were standing there opposite. Whether or not you knew it, I swear you didn't tick. And when that bloke in the line behind us stopped queuing, was clucking onto you too, yeah, I had to admit that, yeah, yeah, you are fit. And yeah, I do want it, but I stop sharp in a minute to get chips and drinks. I'm not trying to fool you, even though I would like to. I think you are really fit. You're fit, but my boss, don't you know it? I bashed my head hard earlier due to the brew, but I am digressing slightly, so I'll continue. I didn't want to bowl over all knees and rue. Not rude like rude, but just rude like Goku. You girls think you can just woo, woo. Well, let me tell you, see, yes, yes, you are really rude. I'm rude as they good, I do these as you should and could. But I just did not want to give the satisfaction to you. I'm not trying to pull, even though I would like to. I think you are really fit. You're fit, but by gosh, don't you know it. Then just as you started to make your bigger mess, with the milkshake and that little donut in hand, I was like, nah, I can't even know you look grand. But you look sharp there, smiling hard to hush your beaming away with your hearty looking tan. But I admit the next bit was fatter to my back. You walked towards my back, but you just brushed right past and into the arms of that fucking. I'm not trying to fool you, even though I would like to. I think you are really fit. You're fit, but my boss, don't you know? Why do I give a fuck? I got a girlfriend anyway. We're all a bit drunk, we've had a few. Fair play. I got this stand at a bump from that last cafe. This night's not even begun. Yeah,
yes, yes, oh yeah. I did fancy you a bit though, yeah, yeah, I must say. I would rather I hadn't put myself on display, but this is just enough. So I'm not trying to pull you, even though I would like to. I think now, guys, we're about ready. My gosh, don't you know it? We're about fucking ready. Are you listening? Are you listening? I love rock and roll. Put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll. Right now, can you see me? Can you see me? I'm going to ask you to do one more thing. One more thing. When we went low before, I understand there were some street fans over there. But this time, I don't want the street fans. I want more than the Streets fans. I want the Surge fans, the Incubus fans, the Rage Against the Machine fans. I want everyone. We're gonna go low in a minute, so I know that you can fucking rock, okay? We're gonna go low, and then I promise you, after that, you're gonna fucking love it. Are you with me? Are you fucking with me? Everybody in the whole place, go low. Surge fans, Incubus fans, Rage Against the Machine fans, Prodigy fans, everybody get down on the fucking deck and then we are gonna mash it up. Everybody in the whole place play. Everybody go low. Low. Are you gonna rock this weekend? Go, go, low. Say yeah. Are we gonna fucking rock? Stay the fuck low. Schauen, was da hinten los ist im Garderobenbereich. Geh mal ein Stück rüber, ein Stück. Ah, doch da, jetzt und jetzt ran zu. Jetzt ran zu. Hört, bist du links? So, hinter der Toilette, Duschcontainer an der Terrasse. Die Stelle, wo wir gesagt haben, da wo ein Frau ist. Okay, also. Stark blutend. Also ein bisschen Beeilung bitte. Wir sind der eingesetzte Ordnungsdienst, Security-Dienst bei Rock am Ring. Wir befinden uns hier in dem sogenannten Raum Race Control, in dem bei einem Formel-1-Rennen oder bei anderen Rennen diese Rennkommissare sitzen. Auf den Bildschirmen hier hinter mir wird sonst die Formel-1-Strecke überwacht und wir überwachen jetzt auch die Formel-1-Strecke, aber vielleicht ein bisschen andere Punkte als die Rennkommissare es tun. Also am Anfang ist natürlich für uns die Einlasssituation die wichtigste überhaupt. Dann, wenn die Hauptbühne anfängt zu spielen, wird natürlich ein bisschen mehr darauf geachtet, obwohl das am Anfang auch noch nicht so interessant ist, weil es ja erstmal füllen muss. Gegen Abend ist natürlich der Eingang ein bisschen zu vernachlässigen, dafür ist natürlich die Hauptbühne wieder wichtiger. Im Grunde genommen haben wir ganz, ganz viele Sachen, auf die wir achten müssen. Betrunken! Niemals! Thank you.
drink. Yeah.
Hier ist die 87.7, das exklusive SWR3 Rock am Ringradio für alle, die heute gar nicht ins Bett gegangen sind. Dann sagen wir guten Morgen, schön, dass ihr immer noch wach seid. Und für alle, die immer noch in der Koje liegen, jetzt kommt die Hardrock-Variante fürs Wecken. Good morning, Rock am Ring! Wach werden! Alles dreht. Camera! Wir haben hier auf dem Festival 750 Kabinen stehen und dann haben wir noch 12 wassergespülte Toilettencamps, die wir dann auch regelmäßig mit den größeren LKWs absaugen, um dann für die Sauberkeit der Toiletten zum Wohle der Zuschauer zu sorgen. Man muss überlegen, dass hier 90.000 Zuschauer sind. Es ist eine Kleinstadt. Die ist da und die müssen wir auf ganz engen Raum bewältigen mit Infrastruktur und mit Fähr- und Entsorgung. Das versuchen wir so gut wie möglich hinzukriegen, damit wir auch dann alles zufriedene Zuschauer haben nachher am Ende. Hallo. Hi. Ja, nicht zufällig. Ein kleines Handy in der Tasche gefunden. Was waren da drin? Ein Handy mit einem Totenkopf drauf. Steht drauf. Yvonne, hast du schon mal ein Handytäschchen mit Totenkopf gesehen? Nee, noch nicht. Wir kriegen aber jetzt gleich erst unsere Liste, was wir gestern noch haben. Wann hast du denn verloren? Gestern beim letzten Konzert von Prodigy. Ach so, okay. Wir haben hier auch noch eine Box heute Morgen reinbekommen, wo eine Menge Sachen drin sind. Es kann sein, dass da dabei ist. Aber wir sortieren das gerade erst. Frag so eine Stunde nochmal nach. An denen muss man erstmal vorbei, dann darf man hier hoch. Jetzt sind wir auf der Bühne und kommen schon mal nicht weiter, weil hier stehen Gitarren. Das ist alles nicht so einfach. Robbie, are you okay? Okay. Wenn es Robbie gut geht, kann nichts passieren. Wie man sieht, auch hier kein Durchkommen. Also da geht jetzt gerade ein Schlagzeug auf die Bühne. Die kommen doch da im Leben nicht durch. Ich gehe mal da hinten durch. Jetzt kommen ja mehrere Bands. Ne? Jetzt steht das hier alles schön, eins nach dem anderen, aufgebaut, dass man es auf die Bühne schieben kann. Ja, und dann geht's halt einfach so weiter. Der ganze Kram steht hier rum. So, jetzt käme man so langsam dahin, wo man auf die Bühne darf. Und so sieht's aus, wenn es noch nicht so voll ist. Also es ist noch früh am Morgen, gerade mal 1 Uhr.
been heard to say. So far as you see, we fight his team. The bear arms is now Rogers was denied and true. Although the man the brainer has a tie. Ich hab hier was für euch. Haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Wir haben jetzt die Möglichkeit für euch am Freitag, wir laden euch zu unserer VIP-Lounge ein vom SWR und die VIP-Lounge ist ungefähr 10 Meter von der Center Stage entfernt. So die Headliner, ja? Moment, die schlechte hast du noch nicht. Vielleicht nur 5 Leute. Nur 10. Ja, wir losen aus. Ich weiß nicht, das ist jetzt die Frage, wie wollt ihr das machen? Wir losen aus. Wir sprechen dann und klären dann morgen früh. Okay. Bevor wir dann jetzt hier über die... Ich nehme das Klo. Ich hätte gerne die Toilette. Lieber. Ich habe einen anderen Vorschlag. Ihr geht zurück und sagt, alle kommen einfach mit. News. Nee, also wenn ein anderer will, trete ich zurück. Der will nicht. Würde den anderen auch Vorrang lassen, wenn eng wird. Wir besprechen dann erstmal und dann... Genau. Wenn zum Beispiel Samstagabend Metallica auf der Bühne steht, dann werde ich mir das sicherlich nicht nur aus dienstlichen Interessen anschauen, um zu beobachten, ob dort keine Gefahrensituationen im vollgepfropften Veranstaltungsraum sind, sondern dann hört man auch dahin was und schaut auf die Bühne, was dort passiert. Das ist völlig klar. Allerdings muss ich natürlich auch zugeben, hier sind manche Gruppen hier auftreten, da habe ich noch nicht mal den Namen gehört. Und wenn man sie dann hört, dann muss ich auch zugeben, ich muss mir die auch nicht unbedingt anhören. Also würde es auch gehen. Ja, ich möchte. Schauen wir mal die Arbeiter auch weiter. Gerne. Ich möchte auch gerne. Und Olli kann es auch schon draufschreiben. Was da? Ja, ich will dabei. Was? Auf jeden Fall, Rage Against the Machine, ja klar. Ist mir egal. Also, wenn jemand lieber will. Ich will! Wenn Kid Rock jetzt sagen wird, hey, Baby, da würde ich hingehen, aber Rage Against the Machine ist mir egal. Olli auf jeden Fall. Der ist nur wegen Rage Against the Machine da. Also mich würde es interessieren, aber mach mich auf die Warteliste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Mario. 12, 13, 14, Mario. Mario Achim. Ist ja nicht eins, auch nicht. Ich verzichte auf die anderen. Hi Olli, was willst du? Woher weißt du denn jetzt schon? Ach so, ja, ich hab dich aufgeschrieben. Also du bist noch nicht dabei. Wir sind jetzt 20 Leute oder so. Also ich muss mal gucken, wer dann geht. Macht gut, bis gleich. Tschö. Ja, der Olli hat mich jetzt schon angerufen, hast mich aufgeschrieben. Warum hast du Olli angerufen? Bei die Bühne? Olli steht schon mit außen. Ja, das schon. Nur der totale Sohn. Come to, don't die, you know the truth is come to. Go write your message on the pavement. Ich bin die Älteste hier. So was? Ein und sexy. Komm ums Haus an. Sehr gut. Da kommt ja noch jemand. Wo ist denn der Bär? Da ist er. Der Klärbär. Erklär mal, warum du hier bist. Um Spaß zu haben, Alkohol zu trinken. Und weil wir Mensen sind. Und weil wir Fastnachter sind. Und weil ihr. Und wir gehen überall hin, wo Party ist. Und weil du so alle Frauen bekommst, oder? Weißt du, was bei ihm das Geilste ist? Ah, oh, der Bob ist. Bitte, ja. Oh, Wahnsinn. Wer hat schon so einen geilen Schwanz, oder? Und den darf jeder anfassen. Jeder darf. Nee. Oh ja, komm, ich bitte fass ihn an. Oh, der ist ganz flauschig sogar. Warte mal. Olli und mich. Space habe ich hier nicht. Ah, doch. Space? Du hast jetzt. Mario will ja auch nicht. Olli ist kacke. Pass auf, ich werde auf jeden Fall mal die Leute bevorteilen, die hier die ganze Scheiße aufgebaut haben. Und die restlichen vier gucken wir dann mal noch. Später. Wer will denn noch ganz dringend? Wer will denn noch unbedingt? Die wollen ja jetzt alle noch dahin. Also ist ja jetzt egal, wer da mehr oder weniger will. Okay, jetzt mal ernsthaft. Hände hoch, wer wirklich echt Bock hat. Yeah.
Plätze frei, die losen aus. Gabi ist dabei. Gabi! Gabi ist dabei. Hey. Komm ich wieder rein? Pia. Pia. Letzter Platz. Ja. Ich sag nur, Bock auf Rock! Beiden sind schuld an Rock am Ring. Also er weniger, ist noch ein bisschen jung, aber er hat damit angefangen. Marek und André Lieberberg, hallo ihr beiden. Ich muss mal ganz kurz in eine Zeit zurück, da war von dir noch nicht so wirklich die Rede, nämlich 1985, da hast du angefangen mit Rock am Ring. Wie war das, als du damals hierher kamst und hast gesagt, ich mache jetzt hier ein Rockfestival? Fanden die das alle gut? Also so die Ringbetreiber, die Anwohner oder sagten die, der spinnt? Ja, zunächst mal kam die Idee auf, als wir hier in einem an einem Sommerabend, der verschneit war, Nena präsentiert haben. Das kann am Ring durchaus passieren, ist kein Widerspruch hier. Kamen wir ins Gespräch, haben diese Rennstrecke gesehen und wussten ja auch, dass die Nutzung nur sehr begrenzt ist, auf gewisse Rennveranstaltungen beschränkt. Und bei mir wurden dann Gedanken wach an Speyer 1970 und Germersheim, die Insel Grün, sozusagen der Festivalmensch hat sofort Lunte gerochen, hat gesehen, hier ist auf jeden Fall ein großes Gebiet. Es grenzt an nichts. Es ist von Wind und Wetter verflucht und die Götter haben es offenbar auch nicht gerade ins Herz geschlossen. Gesagt, da muss ich hin. Das ist die richtige Situation für den wahren Rockfan. Und die Erinnerung an die Festivals war ja immer wach geblieben. Das sind ja Ereignisse, Speyer und Germersheim, die kann man nicht vergessen. Das sind unsere Woodstocks, wie auch immer. Und damit hat in Deutschland die Festivalkultur oder Unkultur begonnen, wer weiß. Weiß ich nicht. Es war ja so eine Art von Diffamierung von Festivals, das war Veitstanz. Ich meine, natürlich waren es auch pharmazeutische Begegnungen, das kann man gar nicht abstreiten, damals in der Woodstock-Folge. Und die Menschen sind zum Teil jahrelang nach einem Festival noch rumgelaufen und haben immer noch gefragt, noch wann treten die Purple auf? Egal. Nein, aber es galt einiges an Widerständen zu überwinden. Aber die Tatsache, dass hier diese Eifel unbedingt für eine Veranstaltungsstelle dieser Art neue Dinge braucht, um Publikum anzuziehen, die hat die Menschen dazu schon dazu gebracht, die Verantwortlichen unkonventionell zu denken. Und dann war es ja auch so, dass ich in der Zwischenzeit über eine langjährige Erfahrung als Veranstalter verfügt habe und einen gewissen Track Record, wie man sagt, verfügte. Und da hat man das aufgegriffen und hat gesagt, ja, das sind Leute, mit denen kann man das hier machen. Und so haben wir dann das Herz des Rock'n'Roll hier 1985 schlagen lassen. The occasional spot on some veins. This is my body, covered in skin, and not all of it you can see. And this is my mind, 'cause so far at Dover, the same old lines. And this is my brain, it's torturous. Thoughts make me go insane.
geil ist, wenn man oben ist, die Leute mal zu sehen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Was gibt's denn hier? Ich schätze, es ist Kartoffelsuppe. Ja, so viel bin ich nicht. Oh. Den solchen Löffel habe ich noch nie gegessen. Kartoffelsuppe, wirklich lecker. Muss ich sagen. Ungewöhnliche Geschmackserlebnisse auf Rock am Ring. Wir sind ja nur Steaks und Würstchen gewohnt. Maximal noch Brötchen und wenn es hochkommt, Ravioli. Also. Wie bei Muttern. Wie bei Muttern. Eine Couch seit 3 Tagen endlich mal. Oh, schön, danke schön. Ich freue mich. Schön. Prost. Also ich glaube, ich ziehe jeden Campingplatz bei dir vor, wie hier. Also wenn ich gleich die Probe anfange. Ich würde dich sehr gerne in dieser Loge oben sehen. Ja. Ich dich auch. Ich mich auch. Der ist ein bisschen geschädigt von Bette Litschen, weil der hat schon einen Ellbogen kaputt und Knie gebunden. Aber ich glaube, der kann noch ein bisschen, oder? Ich brauche den ganz ein bisschen, ja. Genau. Emotional im Herzen. Ich habe gerade Pizza mit Lachs gegessen. Ich habe noch nie Lachs gegessen. Ich bin saugeil, dass noch geklappt hat. Ich habe noch nie Lachs auf dem Ring gegessen. Aber ich hole mir noch einen Strom. Also ich habe Glück gehabt, weil die Manuela mir also mit ganz, ganz viel Liebe die, das Ticket überschrieben hat. Mit Liebe? Mit Liebe. Oder mit Blut? Na, so weit ging es doch nicht. Okay. Das heißt, du gibst deine Karte weiter an den Mike. Weil der nächstes Jahr, der ist auch schwanger, nicht mehr dazu kommen wird. Wo ist Mike? Zeig mal Mike bitte. Nein! Hier ist Mike. Hey, wir haben uns ausgelost. Wir haben ausgelost. Also, das ist Mikey. Nein, wir haben ausgelost und sie möchte hin. Windeln wechseln, ich möchte nicht. Und deswegen bekommst du meine Karte, weil ich werde so süß, nächstes ne? Jahr ne, werde ich vielleicht noch mal meinen Charme spielen lassen. Deswegen darfst du gehen. Also wir haben wirklich gelost, ne? Ja, aber ich hatte ja... Das ist ein Geschenk. Ist das ein Geschenk, das? Ja. Katrin war auch schon 2 Jahre dabei und waren wir immer zusammen hier. Und okay, dieses Jahr ist nicht sehr ratsam, glaube ich. Wo ich ja hier in irgendwelchen Foren gelesen habe, da war, wie sieht es denn aus, dürfen Schwangere aufs Gelände und dürfen wir einen Stuhl mitnehmen und solcher Kram wurde gefragt. Echt? Die war im 6. Monat und ich dachte, das muss da ja wirklich nicht treffen. Ne? Aber eine der schönsten Erinnerungen für unsere Einsatzkräfte war natürlich vor vielen Jahren eine hochschwangere Festivalbesucherin, die hier am Nürburgring erfolgreich entbunden hat, wo natürlich unsere Einsatzkräfte auch mit dem Notarztteam hilfreich zur Seite standen und hier am Nürburgring bei Rock am Ring ein gesundes Baby geboren werden konnte. Natürlich, wenn man hier hinfährt, hat man schon irgendwie einen anderen Anspruch daran, zurückzukommen. Ne? Also vorher war es, oder als man noch vor 5 Jahren war, hier fährt man hin und egal was passiert, aber jetzt denkt man schon, ja, pass auf dich auf und du wirst Vater irgendwann. Ne? Schwerfleisch zu zangen. Ja, das ist das was sich ändert. Ich habe immer gesagt, wir haben letztes Jahr geheiratet. Da ist im Prinzip, das war super und so weiter. Aber es ändert sich in deinem ganzen Leben, ändert sich nicht viel. Aber wenn du jetzt Vater wirst, ändert sich das Leben tatsächlich. Ne? Aber im Prinzip, ein Freund von mir ist auch Vater geworden vor einem Jahr. Und er hat gesagt, das ist super. Also das ist einfach eine ganz andere Erfahrung. Aber es bleibt ja hoffentlich bei einem. Ne? Hier kommt ein Stück, das heißt die Perfektion! Du bist besser als gut. Du bist besser.
zu viel gekostet. Kann aber auch gut aussehen, oder? Du. Ja, der Hut. Mit und ohne Hut. Der Hut. Sieht top aus. Ja, ist ja. Machst du Spaß am Wochenende hier auch, oder? Spaß haben? Ja. Natürlich. Würde ich so machen. Könnte sein, dass nur Arbeit ist. Ja, also sagen wir mal so, ich krieg schon Geld dafür, aber... Okay. Aber das... Das heißt, du kriegst Geld dafür, wenn du mit uns redest. Zahlt der Urlaub. Ja, wo der gibt es anstrengend. Ja, da musst du nur erzählen, was dir Spaß macht. Und ich denke mal, so Radiomoderator ist so das Beste, was man machen kann, wenn man kommunikativ ist. Und, ja. Wir haben uns so viel Glück kennengelernt, ich würde sagen, wir fahren. Danke. Denn auch manchmal was wirklich aus Verbundenheit zu einem Künstler, dass man sagt, man hilft einem, der vielleicht nicht so einen großen Erfolg hatte in den letzten Jahren, nochmal aufs Pferd, so eine Art Comeback mit anschieben oder vielleicht auch wirklich mal eine neue Band featuren, oder ich denke, ist es nur Business? Ich denke, es geht darum, dass man eine Band, die musikalisch nicht passt, aber mit MLK eine Historie hat, dann hier präsentiert, um ihnen zu helfen. Das haben wir aber auch schon gemacht mit Newcomern, eben dann im Pressezentrum. Beim Popkünstler letztes Jahr mit Kobe Kaya haben wir ja hier präsentiert im Pressezentrum und auch auf der Bühne. Wobei der eigentliche Auftritt auch für unsere Entwicklung des Künstlers, wo wir auch mitmachen wollten mit Universal, war der Auftritt im Pressezentrum, den Marek auch sehr schön angesagt hat. Ich denke, natürlich gilt es Künstlern, die hier vor allem große Auftritte hatten, wie zum Beispiel ein Kid Rock, der jetzt jahrelang nicht da war, jetzt mit dem Album zurückkommt, was eben nicht mehr Country ist, wie er es ja jetzt jahrelang gemacht hat, ist immer noch Country angehört, aber geht mehr in die Pop-Richtung wieder. Und der hat damals hier ein unglaubliches Set gespielt. Und da sagen wir auch, okay, dann kann Kid Rock auch wiederkommen, auch wenn er mittlerweile natürlich nicht mehr die Zugkraft besitzt, aber mit Sicherheit wissen wir, dass die 50.000, 60.000 auf dem Platz den morgen sehen werden und auch sehen wollen. Also als ich mich heute Morgen umgezogen habe, hatte ich schon überall blaue Flecken, aber die gehen auch wieder weg. Gibt es irgendwelche Kranke, die jetzt inzwischen so erkältet und Halsschmerzen? Die Inga hat es ein bisschen erwischt. Ganzer Hals, alles hier rum zu. Und ja, konnte heute Nacht nicht auf der Seite liegen, weil ich so Schmerzen im Brustkorb hatte, aber als weiter. Geht's dir heute besser, oder? Ja, besser als gestern auf jeden Fall, ja. Ich habe gestern mal nicht so ganz viel getrunken, deswegen geht's. Now baby, what?
hier sind die Söhne des Erfinders der Rock'n'Roll Laundry. Das Ganze hat vor 26 Jahren angefangen und dauert bis heute an, wird immer größer. Wir sind ständig unterwegs, jetzt mit Police, Bon Jovi zurzeit. Und jetzt sind wir auf Rock im Park und Rock am Ring natürlich. Und haben hier 1200 Badetücher und 1200 Handtücher am Start, die wir gleichzeitig auch noch verleihen. Und verteilen das dann auf den drei Bühnen. Und das ständige Hin und Her ist natürlich geil, wenn man hier ist, ne? Ist klar. Wir selbst sind, seit wir eigentlich noch gar nicht geboren waren, hier auf dem Ring. Also der eine schwangere Mama im Bauch. Ja, also die Rock'n'Roll Laundry ist schon seit dem ersten Ring dabei. Ansonsten kennen wir das Festival von draußen, also von Front of House kennen wir überhaupt nicht. Wäre mal eine ganz interessante Sache, aber solange wir hier arbeiten müssen, ist es natürlich schwer, draußen sich auf dem Campingplatz zu vergnügen, wenn man hier ja 20 Stunden am Tag die Waschtrommeln am Drehen ist. Also man kann jetzt natürlich auch nicht erzählen, was die verschiedenen Künstler oder Künstlerinnen vornehmlich unter der Wäsche tragen. Das wissen wir natürlich, aber das können wir leider nicht sagen, weil, also, nee, das wollen wir halt nicht. Schade aber auch. Etwas Großes steht im Raum. Nein, ich bin's nicht. Ganz im Gegenteil. Die Söhne Mannheims machen sich auf zum Nürburgring. Rock am Ring. Die Festival-Saison geht los. Und was kann man da erwarten? Geiles Wetter! Auf jeden Fall nicht. So, Ladies and Gentlemen, da wollen wir hin und da kommen wir her. Du bist ja derjenige, der uns gleich sicher zum Ort des Geschehens bringen wird. Wie willst du das hinkriegen, diesen Wagen hier auf 280 km/h zu beschleunigen, damit wir noch rechtzeitig kommen? Das ist kein Problem. Senk einfach den rechten Fuß auf den Gaspedal und dann geht er da. Ich verstehe jeden Zweifel, schätze jeden Glauben hoch. Ja, und ich misstraue übereinfach. Sei am besten jeder froh. Mit dem, was glaubt. Oder mit dem, was weiß. Yeah. Hier hinten kommen wir nun zu meinem Zimmer. Das ist meistens immer so für mich reserviert, wie man sieht. Und so sehen dann halt eben die Kajüten aus. Wir kommen jetzt in den vorderen Teil, der relativ dunkel ist. Hier schläft der Busfahrer. Das ist ja ein komischer Tourbus. Das war eine Musikschule, der Tourbus. Oh, Abfahrt. Jetzt sind wir bei 220. Oh, Wahnsinn! Oh. Da ging es um die Wuchring. Scheiße. Boah, jetzt Leute, jetzt geht's los. Trommelwirbel bitte. Das ist die Reisegruppe aus Kornwestheim. Vergib mir meine Schuld. Unser Flug lohnt sich. Fahr mal in die Hacke nach. Wer? So sag ich meine Sünde, wenn ich schlafe und wenn ich gehe. Ich will keine Versprecher, die mir Menschen geben. Da links die sie dann wieder brechen. So sind Menschen. Alles, was zählt. Boah, ist das kalt, ey. Backstage, baby. Hallo. Hier sitzen Checker und Playbacker. Gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Thank you.
deine Eltern stritten, du eigentlich schliefst. Eine unbekannte Angst, als du die Treppe runterliefst. Was ist da passiert? Was hörst du da? Sonst an tiefste Traurigkeit im Alter von 3 Jahren. Ihr fragt, warum wir traurige Lieder singen. Warum? Weil wir traurig sind. Weil wir traurig sind. Ihr fragt, warum wir aggressive Lieder singen. Weil wir wütend sind. Weil wir wütend sind. Kommt, aber erzähl uns was. Ungerechte Behandlung, der Aufgabeweg. War durch dumme Menschen um ihr Handeln immer zu gehen. Es gab böse Blicke und es gab harte Worte. Ein Mensch bist du vielleicht, aber eine andere Sorte. Wir haben nicht ein einziges Originales. Nee, ist alles scheiße hier, ne? Mario! Bitte alle im News in der Erde. Folge dem roten Wisch. Ich nicht. Was bestellt ihr denn? Das ist ja ein Bottes Fleisch. Irgendwas mit Nudeln. Soll mal richtig aufschauen, oder? Nudeln? Nudeln! Kein Reis? You're on.
Make me nervous, but in a good way, usually. I mean, unless I hit a couple bad notes, then it just snowballs, and then I start shaking, and then it's just downhill for there, and then I gotta get my head together. Panic attack. But, you know, I feed off the crowd. So, you know, when you get 80,000 people, and they're singing your songs, and jumping up and down, and getting crazy, you know, that's the energy we feed off of. That's the magic. So, you know, to play for a crowd like, you know, Rockin' Ring, Rockin' Park, I mean, it's awesome. It gets us going. That's what we feed off of. That's our energy. That's our petroleum. What they know, 'cause I know.
this way. Lock his eyes and let it all ache. All these words I want to say. No, nothing else matters. Yeah, trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open my we'll be right back.
Dankeschön. Hallo. Hallo. Vorsicht, geh mal ein Stück auf Seite, sonst fährt der Kollege über den Fuß. Die geilste. Ist das live? Hey, was seid ihr, offener Kanal? Nein. Sag mir, was ich sagen soll. Silvester. Bezahl mich. Gib mir eine U. Gib mir ein B. Weißt du, was ich mich immer frage? Hier sind Leute, die sind gerade erst auf die Polizeischule gekommen, ne? Und die kommen, werden mit auf so eine Eis hier schleppt. Was sollen die machen? Die sind total überfallen. Grundsätzlich sagen wir mal, ist diese mobile Einsatzgruppe dafür geschaffen worden. Wir hatten vor Jahren, das ist über ein Jahrzehnt her, genau hier vorne an der Kreuzung jetzt, wo das einfach ein neues Fahrerlager. Da war das früher so, da haben die sich mit 150, 200 Mann auf die Kreuzung gesetzt und haben ein paar Lava gemacht. Und dann ist der damalige Direktionsleiter hingegangen und hat gesagt, das kann ja so nicht sein. Wir können also dieses SEK, gibt es ja, gell, ist allgemein bekannt, können wir natürlich hier nicht anfangen. Also basteln wir uns was Eigenes. Ja. Dann hat man gesagt, wir machen eine mobile Einsatzgruppe, speziell auch für diese Einsätze hier. Ja. Und da ist, das ist immer so was, wie ich immer sage, das können wir uns so ein bisschen auf die Fahne schreiben, dadurch, dass wir ständig präsent waren, die ganzen letzten Jahre immer, ohne dass wir jetzt martialisch oder aggressiv oder wie auch immer sind, allein aber das geschlossene, einheitliche Auftreten hat im Laufe der Jahre dazu geführt, dass auch ein Teil Ruhe eingekehrt ist. Ja. Und wir fahren die Einsätze, die die Normaluniformierten eigentlich dann nicht mehr so gerne fahren, weil ich kann auf einem Campingplatz C, ja, kann ich keine zwei Uniformierten schicken, ja, kann ich schon, aber das hat man in der Folge in den letzten Jahren, da haben die denen die vier Reifen platt gestochen, ne? Zum Beispiel, ja, die haben dann Hilfe und Gewalt gebrüllt, wobei die Campingplatzbesucher sich mehr einen Spaß draus gemacht haben, ja? Und das heißt, wenn man dann mit so einem Bus mit sechs kräftigen Jungs und teilweise auch Mädels ankommt, das macht einfach ein anderes Bild. Hast du oben? Weiter gemacht! Nächste. Ja, und dann gehst du ganz hier, anders hier so. Weiter. Das ist wieder erstaunlich. Ja. Vorbei. Und dann auf der rechten Seite kommt die Polizeidienststelle. Das glaube ich, wird kein Mensch zu Hause wohnen. Gell? It's our last song we're gonna play for you. Thank you for coming out today. This is called All Summer Long. Somewhere between a boy and man. She was 17, she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Come on! Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life. We didn't have no internet, man, I never will forget the way the moonlight shined across her head. And we were trying different things, we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. And we said, singing Sweet Home Alabama all summer long. Catching one out from the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot inside my soul. We'd blister in the sun, we couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. And we were trying different things, we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long.
and we sang. Singing Sweet Home Alabama. We want to thank you. Thank you for spending your hard-earned money to come see us play for you today. Thank you very much. We think it's also important that you know all the music that you're hearing is being performed live by the Twisted Brown Trucker Band right here. There's no tape recorders on stage. There's no Pro Tools on stage. This is not no American Idol bullshit. This is some American badass shit, baby. Ain't that right, Gio? You know what I want to do? Does anybody here want to go down to Alabama with me? Do you want to go down to Alabama with me? Take me to Montgomery. Come on. So, ihr Hübschen, wer wären dann soweit? Macht ihr mit? Ich sehe schon, ihr seid so gut wie vollzählig. Der Platz steht voll bis da hinten. Gehört habe ich es gerade nicht. Also ich stehe im Moment noch alleine hier oben. Ihr seid mindestens 50.000 da unten. Macht ihr mit? So will ich euch hören. Zeigt mal diese ganzen Deutschlandfahnen, die ihr mitgebracht habt. Komm mal hoch, die Fahnen. Hoch, auf. Wo sind die Fahnen? Hoch, die Fahnen. Schön winken. Laut rufen. Hier sind fettes Brot. Chapeau. Vielen Dank. König Boris als er selbst, meine Damen und Herren. Zum ersten Mal. Jetzt kommt das eins der härtesten. Es ist etwas Furchtbares backstage passiert. Und zwar hat unser Gitarrist Sven einen Klingelton verschluckt. Darf ich mal kurz? Von Emanuel.
uns auf der Sehne. Er bittet uns auf der Sehne. Er bittet uns auf der Sehne. Was weißt denn du von Liebe? Ich hab meine. Wir bereiten uns vor, indem wir die Fanartikel der Motorsportler wegräumen und das gegen Bier austauschen, indem wir mehr Käse und Schinken kaufen, weil die Brötchen mehr belegt essen als lose kaufen. Die 24-Stunden-Besucher kaufen nur lose oder nackte Brötchen. Die hier kaufen mehr die belegten Brötchen. Wir haben natürlich ein erhebliches Problem mit der Pfandrücknahme. Ne? Dann kommen nachher hier 80.000 Leute und wollen mir ihre Pfand zurückgeben, was natürlich nicht geht. Da habe ich kein Geld für und ich kann es auch nicht lagern und auch nicht nehmen alles. Ne? Und das ist eine Schwierigkeit. Da muss man gucken, dass man mit denen da zurechtkommt. Ja, dieser dumme Fehler ist mir in Nürnberg auch passiert. Also, entweder liegt es am Wetter oder vielleicht am Alkohol. Auf jeden Fall, Peter hat sich hier rausgeputzt für euch. Seid ihr klar, Leute? Ich habe extra meinen besten Stürmer mitgebracht. Thank you.
porque soy muy guapo, hombre. A lo mejor soy un goleador. O no tiene nada que ver, señor. No sé por qué mi nombre está relevante. En los estadios siempre doy el cante. Debería sentirme bien ahora. O no tiene nada que ver, señora. Wir starten in ein Turnier. Bitte lasst uns wieder 3 Wochen lang so feiern wie 2006. Ohne diesen nationalistischen Scheißdreck. Eine feine Party. Habt viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören. Also neben den Bierständen haben wir hier auch insgesamt 90 Bierläufer im Einsatz. Die haben alle einen Rucksack auf dem Rücken mit 10 Liter Kanistern und gehen dann dahin, wo keine Bierstände sind und wo ganz viele Gäste sind, meistens vorne in den Gräben und versorgen dort die Leute mit Getränken. Und das machen sie dann jetzt schon im dritten Tag und das ist wirklich harte Arbeit. Und wir füllen halt von 50 Liter Fässern in kleine 10 Liter Fässer. Und das passiert halt auch in der Umfüllstation und da gehen dann schon so einige Dutzend 50-Liter-Fässer übers Wochenende durch.
Und ohne diese Jungs würden wir einige Gäste einfach nicht versorgen können, weil in dem ersten Bereich zwischen Bühne und FOH sind halt keine Stände und da muss man auch irgendwie an die Gäste rankommen. Das Ganze machen wir jetzt seit 9 Jahren. Im 9. Jahr sind wir jetzt. Nächstes Jahr haben wir 10-jähriges Jubiläum und das ist sicherlich eins unserer oder das größte Rock am Ring gewesen, was wir bis jetzt betreut haben. Und jetzt freuen wir uns auf ein gutes Fußballspiel. Das Tattoo ist nix. Aber der Körper. Der Körper ist okay, das stimmt. Ich nehme mal ganz auf. Cooler Tipp. Auf wen wartet ihr? Prognose! Jetzt schon? Du bleibst ja stehen, bist du in Hosen? Ja! Hey.
Special-Auftritte jetzt, man möge mir verzeihen, aber mit dem Fuß macht sowas extrem wenig Spaß. Ne? Ich will mich dennoch heute Abend nicht kampflos ergeben und wir haben einen Plan, aber vieles bei uns hat ja was mit Interaktion zu tun und mit den Leuten und mit der Chemie genau in dem Moment. Und wenn die Leute so sein sollten, wie wir es erhoffen, dann wird es heute auch noch was zu erzählen geben. Aber was soll ich das jetzt schon hier raustun? Nee, das schauen wir uns lieber an. Also es ist jedenfalls, es wird sicherlich nicht ein 0815-Gig, wie wir den immer schon hatten, oder irgendwas, was wir aus der Lameng abservieren ohne Herzblut. Es geht um die Ursteuer. Es ist für mich in diesem Jahr mein Endspiel. Ja? Ich habe sonst nichts mehr vor. Und insofern kann ich auch eine längere Rekonvaleszenzzeit ertragen. Also für mich geht es heute schon um die Uhr. Lebensmächtig frisch, wenn du mich spürst.